Ein Markt, der vor Kraft kaum laufen kann. So sieht es aktuell tatsächlich aus. Das ist der Dow Jones, in dem Fall der Future, weil natürlich noch vorbörslich in Amerika. Wir sehen, dass der Markt hier in den letzten vielen Stunden hier unten war, noch das Tief vor dem Wochenende, aber noch sich weiter nach oben entwickelt hat. Also sehr, sehr kräftig. Und wenn wir uns den DAX mal als Index angucken, dann sehen wir ebenfalls, dass der Markt hier wirklich sehr, sehr stark im Moment unterwegs ist. Das untermauert auch durchaus den Gedanken aus dem etwas längeren Bild. Ich hatte am Wochenende dazu hier auch auf finanzmarktwelt.de einen Beitrag gemacht, wie das übergeordnete Bild jetzt sich in den letzten Tagen verändert hat und was das für die aktuelle Marktsituation bedeutet. Deshalb an dieser Stelle da nicht nochmal drauf hingewiesen. So, aber insofern der Aufwärtsarm, den wir jetzt haben, und ich habe es eben gerade gezeigt, hier gehen wir mal auf den S&P beispielsweise, wunderbar und richtig schön stark. Das macht wieder Laune drauf zu gucken, auch aus bullischer Sicht. Aber wir werden irgendwann mal einen Rücksetzer brauchen. Das ist aber gar kein Nachteil, im Gegenteil. Das ist etwas, auf das wir sogar ganz gerne warten, denn wir sehen das ja im Kleinen oder auch im etwas Größeren oder im noch etwas Größeren. Diese Bewegungen, das sind so die Klassiker, die kommen immer wieder und die ermutigen dann aber die Bewegungsrichtung, in dem Fall die Aufwärtsbewegung, dann eben wieder aufzunehmen. Also etwas, was vielleicht für heute Nachmittag nochmal richtig spannend wird. Das müssen wir natürlich abwarten, dieses Muster. Wann auch immer das kommt, würde es uns allerdings die Möglichkeit geben, so ähnlich wie wir das hier vorne schon immer wieder hatten, dann in die aktuelle Bewegungsrichtung, und die war ja hier vorne aufwärts und ist auch aktuell hier nach oben, dann nochmal eben uns zu orientieren. Das Ganze hatten wir spannenderweise aktuell auch beim Rohöl. Deshalb, wir können mal auf den Rohölpreis gucken. Dort haben wir das im kürzerfristigen Bild. Das haben wir heute im Trade des Tages mit verwurstet. Also wer Spaß und Lust hat, sich das mal anzugucken. Auch hier starke Schub in die eine Richtung. Und wir können das hier so halbwegs sehen. A, B, C, die Gegenrichtung. Und wir sind dort in der Nähe des Einstiegs. Das heißt, da bietet sich jetzt die Möglichkeit tatsächlich, dass das nochmal für den nächsten Schub eben dann spricht. Also gar nicht mal das übergeordnete Bild, auf das wir zwar immer noch warten grundsätzlich, aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger warten müssen, denn das Kürzerfristige spricht im Moment noch eher die Sprache. Ah, ein bisschen geht da noch was, also wir haben da noch ein bisschen Möglichkeiten. Wie unsere ganz konkreten Trading-Ideen, wie wir mit dem Stop umgehen und so weiter aussehen, das haben wir im Trade des Tages beschrieben. Wer also Spaß dran hat, hier die Details nochmal zu lesen, kann das völlig kostenfrei nachlesen im Trade des Tages, da einfach anmelden, dann kriegt ihr die Informationen, wann die nächsten Nachrichten da kommen, ja dann immer auch zugeschickt. So, ansonsten kann man eigentlich nur sagen, es ist viel Spannung da in den verschiedenen Märkten. Wir haben tolle Läufe mitunter in den verschiedenen Bereichen. Wir haben Euro gegen Yen beispielsweise nach einer starken Abwärtsbewegung. Dort hatten wir eigentlich damit gerechnet. Ha! Da können wir doch vielleicht das Wackelige nach oben nutzen, um nach unten zu gehen. Da sieht man, wie schön und wichtig es ist, auf diese sogenannten Trigger zu warten. Also, das heißt, wenn wir so eine scharfe Bewegung haben, dann wackelig nach oben, cool, Trigger nach unten, wackelig nach oben, cool, Trigger nach unten. Aber hier bleiben die nun mal aus. Es gibt gar keine richtig kleinen, keine richtig deutlichen Bewegungen hier innerhalb, die man hier als Trigger für die Shortseite nutzen könnte. Im Gegenteil. Hier ist es eher sogar noch die Aufwärtsseite, wenn ich auch zugeben muss, das ist sicherlich auf kleinerer Ebene. Das muss man mögen, ob man das dann auch umsetzen will. Aber das indiziert eben, dass die Bewegung dafür noch nicht reif ist. Also spannende Bewegungen haben wir in ganz, ganz vielen Märkten. Wenn wir hier jetzt mal drauf gucken, auf diese Ebene, auch hier gilt das, was ich vorhin beim DAX gezeichnet habe, was ich beim S&P gezeichnet habe. Wenn wir eine scharfe Bewegungsrichtung haben und anschließend irgendwas, was so dieses klassische Wackelige, man kann auch, wenn man sagt, na, ich tue mich da immer schwer, ich weiß nicht so richtig, was meint er mit wackelig, ein Trendkanal beispielsweise, wenn man sieht, dass wir in so einer trendkanalähnlichen Bewegung unterwegs sind, mit hin und her, beide Seiten immer mal wieder anstoßen, dann kann man sagen, okay, spätestens die Oberseite, die kann man dann nochmal für einen Einstieg benutzen. Das gibt es natürlich auch im ganz kleinen Bild hier immer wieder. Und das ist etwas, auf das wir warten hier in diesem Bereich ebenfalls. Wenn der Markt hier im Laufe des Nachmittags, im Laufe des Tages, im Laufe der Tage, je nachdem auf welcher Zeitebene man diese Muster eben sucht, wenn wir dort irgendwie so etwas finden, dann hat man keine Garantie, dass der Kurs das triggert. Es kann also durchaus sein, dass er dann eben sagt, oh, ihr könnt mich mal, ich mache sowas. Dann hätte man aber keinen Trade und damit auch keinen Verlust. Leider ist das auch keine Garantie, dass das zwingend da hochführt.
Aber statistisch gesehen ist es hinreichend gut, insbesondere mit den guten Chance-Risiko-Verhältnissen bezüglich Stop und Target, dass man sagen kann, hey, da hat man eine Menge Spaß damit. So, wer also Details haben will, wie wir so einen Trade aufbauen, auch dem sei gesagt, Trade des Tages, gibt es immer wieder auch konkrete Beispiele. Ansonsten in diesen Videobeiträgen und in dem, die ich ja typischerweise am Wochenende mache, Hinweise an welchen Stellen, wo, wie, was gerade spannend ist. Dementsprechend für heute alles Gute. Ich drücke ganz fest die Daumen und wünsche die besten Trading-Ergebnisse, die man sich nur wünschen kann. In dem Sinne alles Gute.